Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. Dann gucken wir mal. Was ist passiert? Hat Rums gemacht. War es eine Bombe? Was ist passiert? Werden wir angegriffen? Wer sind Sie? Was geht hier vor? Oh Gott, was ist hier los? Ah, gut, denn Security Office, keiner da. Alter. Notstrom aktiviert. Keine Überlebenden. Wind? Ach, hier. Ein Angestellter von Barrier Frontiers ist wohl mitten in die Explosion geraten. Ich würde nicht darauf wetten, dass die Sonne sie vorhat, das überlebt. Dient der Industrie seit über 120 Jahren und ist stolz darauf, die Heimat der gefährlichen Elite von Ilium. Die Fahrstühle sind außer Betrieb und das Sicherheitssystem des Gebäudes auch. Keine Polizei. Sehr professionell. Gut. Dracon Handelszentrum. Willkommen in einem Universum voller Möglichkeiten. Dann gehen wir mal weiter hoch. Ein Unternehmen von Elfers kommt bei. Bitte verlassen Sie geordnet das Gebäude. Haben die Bomben gelegt. Alle umgebracht. Habe hier ein Todesopfer. Offensichtlich Schusswunden. Seien Sie vorsichtig, Vasir. Die hatten militärische Ausrüstung. Schusswunden? Dann war das wohl mehr als nur eine Explosion. Eine Ablenkung. Es geht im Leben nicht ums Ankommen, sondern darum, was unterwegs passiert. Jetzt. Ah, da war noch eine Medizinstation. Das Fahrzeug eine Insel der Eleganz und ein Transportmittel zur Freiheit. Ich sehe aber gerade, Grunt, du läufst zu der falschen Waffe rum, ne? Verstanden. Gut. Geldautomaten hacken. Na gut, fällt ja jetzt nicht mehr auf. Dann können wir den auch einfach mitnehmen. Kampf gegen die Kollektoren können wir das gebrauchen. So, Code gehackt. Nochmal ein bisschen was abgehoben. Exsolar Shipping ist das führende Unternehmen in Sachen Ressourcenlogistik und Verwaltung. Heißt, ich habe gut schwere Munition bei jetzt. Wunderbar. Bombe. Was hier? Ich habe einen militärischen Sprengsatz gefunden. Er ist nicht scharf. Schlampige Arbeit. So etwas benutzt man, wenn man keine Zeit zum Planen hat. Mhm. Vasir, ich bin im Büro von Barrier Frontiers. Liara hat sich erst vor ein paar Minuten eingetragen. Verstanden, Commander. Willkommen bei Barrier Frontiers. Wir führen Sie zu grenzenlosen Möglichkeiten. Ei. Expansion, Erkundung und Finanzwachstum in einem Universum. Vasir, ich bin festgenagelt. Söldner, ziemlich gut bewaffnet. Begrüßen Sie die Privatarmee der Shadowbroker, Commander. Ja, kein Problem. Alter, die haben ja richtig gut was drauf. Suche mir Deckung. Ja. Erwischt. Jetzt auch. Haben wir alle? Soweit ganz gut aus. Aha. Okay, der hat gut gesessen. Der nicht so. Ich halte sie fest. Das ist gut. Rechte Flanke. Ne, ich sehe schon. Dann machen wir mal so. Und dann erschießen. Alter. Einen ausgeschaltet.
Komm halt nur an den Fuß ran. Zu Befehl. Einer gefallen. Gut. Alter. Na warte. Ah, jetzt habe ich meine eigene Drohne getroffen. Das war nicht so geil. Kampfdrohnen! Ja, das war meine. All gut. Das ging ja voll in die Hose. Zeit zu kämpfen. Ja, halt mir mal den Rücken frei. Nicht erwischt. Nächste Deckung. Autsch, autsch. So, erstmal den da hinten ablenken. Geh in Frieden. Genau, geh in Frieden. Jetzt wirst du erschossen. Irgendwie auf den Terminal zugegriffen. Passt schon. Na gut. Was hier? Diese beschädigten Rohre brennen. Sie blockieren die Treppe. Suchen Sie einen Schalter für die Sprinklersysteme. Erledigt. Jetzt müsste es gehen. Gut, ich bin auf dem Weg nach unten. Ja, und wir weiter nach oben. Na, es war aber ein süßes Puff. Ausgezeichneter Schuss. Dankeschön. Noch einer. Ja, immer schön unten bleiben, ne? Gut, da drüben geht's weiter. Das sah erst so aus, als wenn da noch eine. Da sitzt wirklich jemand. Oh, aber andersrum. Na gut. Verdammt! Ein paar Sekunden früher und ich hätte sie aufhalten können. Ist das Sekat? Muss es wohl. Kein Hinweis auf die Daten, von denen Liara sprach. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ach, übrigens, haben Sie die Leiche Ihrer Freundin gefunden? Meinen Sie diese Leiche? Liara! Das ist Vasir. Sie ist ein Spectre. Das ist die Frau, die mich umbringen wollte. Sie hatten einen harten Tag. Ich lasse das mal durchgehen. Warum senken Sie nicht Ihre Waffe? Ich habe Sie gesehen. Ich bin danach wieder zurückgekommen. Sie sind in mein Apartment eingebrochen. Sie wussten nicht, wo Liara war, weil sie die Nachricht versteckt hat. Ich musste sie für Sie finden. Danke für die Hilfe. Sobald sie meinen Aufenthaltsort hatte, hat sie die Männer der Shadow Broker verständigt. Die haben das Gebäude gesprengt, um mich auszuschalten. Sie hat Sekat gefunden, seine Daten genommen und ihn getötet. Sie hat die Disk vermutlich noch bei sich. Gut geraten. Auch wenn sie nie sehen werden, was drauf ist. Rein, Blutschlampe! Thank you.
Oh Mann, wir müssen da hinterher. Na dann einfach drauf losbolzen, ne? Amon Kira sei gepriesen. Au. Die hat mich gerade schon blind gemacht. Na, es ging ein bisschen daneben. Der Kopf war auch das Ziel. Autsch. Komm, lad nach. Und tschüss. Langsam mag ich die Fähigkeit. So. Sie kommt. Wollen wir mal nicht hoffen? Oh. So, den haben wir erwischt. Ich halte sie fest. Na gut. Keine Zeit gerade für die Drohne. Ah! Gut. Vergiss es. Erwischt. Und gleich der nächste weg. Feinde! Jetzt ab. Oha, Mensch. Das ist ja der Wahnsinn, was da jetzt rauskommt. So, den ersten weg. Zweiten auch. Kampfdrohne oder nicht? Direkt auf den Arsch. Gut. Das bin ich, Shepard. Ja, Entschuldigung, standst ein bisschen im Weg. Nimm das! Komm, ich muss noch kurz meine Schilde. Hat's, okay. Jetzt können wir. Übrigens gut. Danke der Nachfrage. Nimm mal Grunt. Ein Kroganer, der wütend ist, ist gut. Na los, sie entkommt! Da ist sie! Okay. Nach rechts! Nein, Moment, links! Ich bin an ihr dran. Nach links! Ja, ich hab keine Ahnung, wie man das Ding fliegt, aber ich flieg's einfach mal. Kann ich hoch oder runter? Sie ist um die Ecke! Wir fahren doch nicht in die Baustelle, oder? Oh Göttin! Ich lasse sie nicht mit den Daten entkommen. Ja, wir geben ihr Gas. Los. Ich mach ja. Ich lasse sie nicht mit den Daten entkommen. Ich weiß ja nicht mal, ob ich schießen kann oder so. Und ich habe eben die falsche Richtung genommen. Los. Ich mach ja. Wow. Verkehr! Gegenverkehr! Wir schaffen das schon. Ja. Kann ich feuern oder so? Sie setzt Distanzminen ein. Hab ich gemerkt. Oh, Shepard, Mensch. Wow. Sie bekommt Verstärkung. Wie ist dieses Ding bewaffnet? Es ist ein Taxi mit einem Taxameter. Großartig. Ich hab schon gefragt. Ich weiß. Quack. Ich weiß. Geht doch. Ihnen macht das Spaß. Ein bisschen. Eine Kollision bei der Geschwindigkeit? Ja, sowas soll ziemlich ungesund sein.
Schon wieder? Vorsicht! Bin auf Azur abgestürzt. Brauche Verstärkung, verdammt! Vorsicht! Sie setzen Verstärkung... Da ist Vassirs Wagen. Los, weit kann sie nicht gekommen sein. Vorsicht! Sie setzen Verstärkung ab, um uns zu bremsen. Ja... Kampfdrohnen! So. Ach, da oben. Ja, du hast nicht getroffen, aber ich. Oh, andere Seite. So, erwischt. Nicht schießen, Shepard! Ja, du ranntest mir ein bisschen falsch ins Bildchen. Ich werfe sie um. Ja, jetzt erwische ich den nicht mehr. So, schon mal wieder Entdeckung. Setze Biotik ein. Ja, gut. So, gleich den nächsten hinterher. Nicht getroffen, schade. So, jetzt aber. Aber wo ist sie denn jetzt? Da sind sie. Auf den Boden, sofort. Oh. Ich fühle mich hier so ein bisschen... Sie sind unter Kontrolle. Sie setzen Kampfdrohnen ein. Ja, das kann ich aber auch. Noch einer. Okay. Aber ja, gleich immer das nächste. Hört ja hier gar nicht mehr auf. Na gut. Zack, und weg mit dir. Sie setzen Kampfdrohnen ein. Na, das können wir doch ebenso. Kein Problem. Beeindruckend. So, und du der Letzte. Hat ihn nicht richtig erwischt. Noch einer. So, jetzt aber. Wo ist der gelandet? Na los, wir können drüber klettern, um zu Vassirs Wagen zu kommen. Mhm. Sonst sehe ich jetzt hier aber auch nichts. Hey, wir sind unbewaffnet. Wir haben nichts gesehen. Was für ein Hotel ist das? Azur, ein Luxusressort mit einer exotischen Komponente. Azur ist in einigen Gegenden von Ilium ein Slang-Ausdruck für ein gewisses Asari-Körperteil. Wo? Hauptsächlich im unteren Bereich. Ich meinte, wo am Asari-Körper? Ich auch. Ich auch, okay. Ich auch. Mhm. Energiezellen. Damit lässt sich was anfangen. Oh, Schadensschutz, okay. Definitiv.
Na, gucken wir mal. Sie hat viel Blut verloren. Wir kommen ihr näher. Sie ist zäh. Das muss man ihr lassen. Sie ist ein Spectre. Okay, Medizin. Die räumt ja hier richtig auf. Okay, Credits. Na gut, Grunt, ich sehe dich schon wieder mit einer Schrotflinte rumrennen. Wechsel mal bitte. Wechseln Sie! Die Blutspur geht dahin, das heißt, wir könnten erstmal hier rein. Medizinkit, Waffenänderung. Ne, mit der Partikelkanone bin ich eigentlich ganz zufrieden, selbst wenn wir jetzt in den Bossfight reingehen. Vasir, es ist vorbei. Hey, hey du, komm her. Wie heißt du? Marianna. Marianna, du willst doch leben, oder? Sag diesen Leuten, dass du leben willst. Bitte. Wir holen Sie unverletzt hier raus, Marianna. Freut mich zu hören. Sie hätten nur weggehen müssen. Jetzt wird's hässlich. Bitte, ich habe einen Sohn. Einen Sohn? Hoffentlich sieht er dich wieder. Eltern zu verlieren soll für Kinder ja ziemlich schlimm sein. Narben für das ganze Leben. Ich werde sie erledigen, Vasir. Schon okay, Liara. Wir kriegen das hin. So wie immer. Soll Marianas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Thermomagazine auf den Boden, sofort. Energiezellen auch. Ist das alles? Was? Vasir, ich habe hunderte von Menschenleben geopfert, um die Destiny Ascension zu retten. Ich habe die Rachni auf die Galaxie losgelassen. Sie werden doch nicht ernsthaft Ihren Fluchtplan daran aufhängen, dass ich zögere, eine Geisel zu erschießen. Sie blöffen. Jetzt, Liara. Wir wurden entdeckt. Ja, wir wurden entdeckt. Gibt ja hier wunderbar Deckung, nämlich gar keine. Schockwelle, in Deckung. Singularität eingesetzt. Verdammt. Die ist ja richtig abgebrüht. Alter. Jetzt reicht's hier aber. Na, dann mach mal, Grunt. Leg los. Schockwelle, in Deckung. Hast du mit Absicht, war Mädchen? Bin gleich wieder da. Viel Spaß. Wie, du bist gleich wieder da? Du bleibst gefälligst hier. Bereit machen. Okay. Autsch. Das kann ich aber auch. Okay, ich sollte jetzt nicht vielleicht so viel große Munition verwenden. Haben Sie mich vermisst? Jetzt ist sie ja wieder da. Ist schön, Dank. Wird erwischt. Guten Flug. Meine Schilde sind unten. Das ist nicht so gut, aber ich lade sie wieder auf. Zahlt sich mal wieder das Tanky sein.
Alter, man kann doch manchmal bei ihr in Deckung gehen hier. Rein hier und Shepard umlegen, verdammt. Okay, gut. Sie haut wieder ab. Das heißt, sie kriegt jetzt wohl wahrscheinlich Verstärkung. Genau. Ah, die kriegen nicht so gut geknackt. So, erstmal hier. Ablenkung. Wir bleiben hier hinten. Deine Mistfinger! So, bitteschön. Kriegen sie auch ein kleines Mistding. Bin halt zu weit weg da hinten. Nimm das! Habt ihr ihn? Gut. War mir irgendwie klar, dass ihr jetzt so Raketen schießt. So, ersten Hammer. Zweiten auch. Ich erledige sie selbst. Aha, ja denn. Hoppala. Waffe wechseln. So, gegen Panzerung haben wir doch gute Verbrennung. Oh, oh, oh. So. Ja, was macht sie denn da jetzt? So. Gleich den nächsten ab. Ich lasse sie fliegen. Ah, das klappt, glaube ich, nicht so. So, einmal kurz Waffe wechseln. Aber auf die falsche. Ich brauche, wenn dann eher die hier. Ah, nicht erreicht. Okay, jetzt ist nur noch ihre Gesundheit da. Hast du aber Schwein, dass du rechtzeitig aus welchen bist. Was ist jetzt? Steht sie denn da hinten? Holdi. Ja, bitteschön. Sie sind unter Kontrolle. Na gut. Was ist das? Oh, verdammt! Verdammt! Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadow Broker finden. Sie sind tot! Der Shadow Broker ist seit Jahrzehnten an der Macht. Er ist stärker als alles, was ihnen je begegnet ist. Haben Sie deswegen den Rat verkauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Saren? Zur Hölle mit Ihnen. Der Broker hat mir all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Und wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis, ohne zu zögern. Spectres sprengen keine Gebäude voller Unschuldiger in die Luft. Aber natürlich. Wir machen uns die Hände schmutzig, damit es der Rat nicht tun muss. Die Ratsmitglieder beschweren sich über unsere Methoden, um ihr Gewissen zu beruhigen. Aber sie sehen nicht genau hin. Außerdem gehören sie zu Cerberus. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Terroristenfreunde schon alles getan haben? Ich weiß, wer Sie sind und was Sie getan haben. Es ist nicht wichtig. Ich glaube schon. Sie wollen mich verurteilen? Sehen Sie in den Spiegel. Kinder in biotische Todeslager entführen. Verdammt, ihre eigene Einheit auf Akkus. Und sie gehören zu ihnen. Wagen sie es nicht, mich zu verurteilen. Wagen sie es nicht. Die Soni eliminieren und Daten sicherstellen. Zivile Opfer sind unwichtig. Was hier ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Normandy. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis des Shadow Broker sein. Er wird schon bald von Vasir erfahren, wenn er beschließt, Farron zu töten. Wir holen Farron lebend daraus, Lyara. Versprochen. Ich weiß. Sie sind hier, um zu helfen. Wie immer.
Ist das etwa nichts Gutes? Bei unserem ersten Treffen auf Terum haben sie mich vor den Geth gerettet. Sie bekämpften einen kroganischen Kampfmeister, während ich in der Ecke kauerte. Und jetzt tun sie es wieder. Und ich verlasse mich noch immer auf ihre Hilfe. Dafür sind Freunde da, Liara. Ich kann uns mit Sekats Daten dorthin bringen. Das Tarnsystem der Normandy wird verhindern, dass sie uns entdecken. Die Agenten des Shadow Broker schießen sich immer noch durch ganz Ilium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind, wenn es zu spät ist. Das ist ziemlich kalt. Sie haben Unschuldige getötet. Sie wissen, was ich meine. Tue ich das? Als ich im Handelszentrum zu Boden ging, sind sie Vasir hinterher, ohne sich umzudrehen. Ich wusste, sowas bringt sie nicht um. Ich musste an Vasir dranbleiben. Ich musste rational bleiben und eine Entscheidung treffen. Wie bei Sekat. Es war Vasirs Schuld, nicht ihre. Sekat hatte keine Ahnung, wie hoch das Risiko war. Ich habe ihn gefährdet, um an die Daten zu kommen, die ich wollte. Ich bin schuld an seinem Tod. Und ich würde es wieder tun. Aber ab jetzt ist alles ganz einfach. Rein, Farron holen, raus. Und jeden umlegen, der uns aufhalten will. Ist das alles? Das ist alles. Halten Sie mal eine Sekunde die Luft an. Wir sprengen mehrere Lichtjahre. Wir haben Zeit zum Reden. Worüber? Sie sind seit meiner Rückkehr nicht mehr dieselbe, Liara. Was soll ich denn sagen? Dass ich um Sie getrauert habe? Dass ich mich schuldig fühle, weil Farron gefangen genommen wurde? Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Verluste erlitten. Ich habe bei ihrer Rückkehr geholfen und will dasselbe jetzt auch für Farron tun. Wir können reden, sobald er in Sicherheit ist. Bis dahin ist das Genießen der Aussicht eine Beleidigung für den Mann, der uns beide gerettet hat. Okay, gehen wir. Na denn... Gut, nehmen wir Grunt. Obwohl, wir können nur einen mitnehmen, weil wir haben den Liara dabei. Den können wir dann jetzt mal mitnehmen. Den hatten wir dann schon lange nicht mehr mit. Ja, eigentlich den guten Garrus, ne? Gut, nehme ich mal Garrus mit. So, ein Punkt. Können wir nicht viel ändern. Garrus, du hast 4 Punkte. Das heißt, dein Betäubungsschutz kann verbessert werden. Und auch hier machen wir die Betäubungswelle. Gut. Oh, ich kann Aras skillen? Aha. Stase und... Gut, erstmal die Wissenschaftlerin, weil Gesundheit, Waffenschaden, Aufladezeiten von Kräften. Zack. Wunderbar. Asari Controller oder Asari Agentin. Agentin macht mehr Waffenschaden, das andere ist mit Aufladezeit der Kräfte. Ich nehme hier mal die Kräfte, weil sie hat Stase. Das heißt, Stase bekommst du, Singularität, Warp. Machen wir erstmal so. Ja komm, dann geben wir noch einen in Stase. Okay, gut. Wir haben doch nochmal ein neues Gruppenmitglied. Mhm. Na gut, dieselben Waffen, die ich auch immer habe. Und du kriegst hier die neue. Ja, und bei mir ändert sich ja jetzt im Endeffekt nichts. Hagelas. Tagsüber kochen die Ozeane und 10 Minuten nach Sonnenuntergang sind sie zugefroren. Da drin lebt der Shadow Broker. Sein Schiff folgt dem Sonnenuntergang. Im Sturm nicht aufzuspüren, außer man weiß, wo man suchen muss. Wie kommen wir rein? Die Shuttlebucht ist abgeriegelt. Wir müssen landen und nach einer Luke suchen. Aber wir können nicht lange draußen bleiben. Wo die heiße und die kalte Luft aufeinandertreffen, tobt ständig ein Gewitter.
ziemlich gutes Versteck für den Shadow Broker. Schwer zu sagen, aber ich empfange Signale von einem Kommunikationssystem im hinteren Teil des Schiffs. Da unten ist nichts außer Wartungsausrüstung. Wir müssen einen Eingang in der Nähe der hinteren Schilde finden. Okay, gut. Aber machen wir hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.